So, die müsste ich jetzt nur noch auf Aristokraten bringen und dann wäre es gut. Natürlich, ich brauche ja 2000 Einwohner. Achso, das ist ja die Kohle. Das hier ist die Anzahl der Bürger. Okay. Okay. Nö, ich denke, ich lasse euch mal ein bisschen Zeit, damit ihr euch erholt. Und wie gesagt, aber du. Und du und du. Na dann, geh mal los, du Arzt. Ach, da ist er. Das ist ja die Schule, stimmt. Geh doch zum vollen Lager, du Depp. Mann. Das ist genau diese Dämlichkeit, über die ich mich immer aufreg. Wieso kann ich dem nicht sagen, kümmere dich um den und den? Das ist so zum Kotzen. Nee. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Sowas nervt mich. Immer. Ganz schön. Okay, da wären Weintrauben. Wein. Weintrauben. Da muss man aber Wein. So, aber... Da habe ich ja gesagt, nee, das lohnt sich nicht. Dafür sind die Kosten dann zu hoch. So, was ich natürlich auch noch machen kann, ist hier... Genau. So. Dann haben wir das nämlich. Du hast 10 Tonnen Kakao, das reicht mir aus. Oder ist ausreichend für den Anfang zumindest. Oh, super. Dann können wir hier theoretisch auch schon sagen, wir verkaufen, und zwar Kakao, und zwar bis zu einem Bestand von 80 Tonnen. So. Super. Super duper. Jo, was soll ich sagen und nicht lügen? Also eigentlich läuft es gerade ganz gut. Wie gesagt, wir lassen uns Zeit. Die Bilanz ist natürlich ein Träumchen. Mein Kontostand ist ein Träumchen. Ich weiß, Hardcore-Gamer können das alles viel besser, aber mir reicht das persönlich. Weil wir ja gemütlich und langsam wachsen und dann auch gemütlich und langsam vorwärts kommen. Dum, da, da. So. Okay, das heißt, ihr könnt jetzt auch wieder arbeiten. Ah, habt das geschafft jetzt endlich, ey.
So. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Sag mal, der ist aber gerade am Flotte bauen, das ist unglaublich. Und die sind immer noch traurige Gestalten. Hat da eigentlich schon jemand irgendwie Kanonentürme oder sowas? Der nicht? Der. Oh, und die sind schon bei Kaufleuten. Aber wie gesagt, das ist mir bei denen eigentlich egal, weil ich beschlossen habe, diese Insel mir einzuheimsen. Deswegen ist es eigentlich nur okay, wenn der halt Spielstand gespeichert. Nicht so sich weiterentwickelt. Das ist schon völlig ausreichend für mich. Da 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 da. So, Verkauf, Verkauf, Verkauf. Also wir warten jetzt halt einfach drauf, dass sich unsere Siedler ein bisschen weiterentwickeln. Ich überlege gerade wirklich, ob ich hier nicht wirklich schon ein Badehaus hinbaue. Oder ob ich mir damit noch ein bisschen Zeit lasse. Ey, ich habe halt wirklich Angst, dass dann meine Lebensmittel echt vor die Hunde gehen. Auf der anderen Seite, man soll die Entwicklung eigentlich auch nicht verschlafen. So, deswegen würde ich jetzt eigentlich fast mal sagen, wir speichern kurz. Wir gesichert. Speichern kurz, das haben wir dann gemacht. Und dann schauen wir mal da hinten nach dem Rechten. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. So, hallo Feuerwehr, sie ist schon unterwegs. Hinter der Kirche, okay. Das muss ich mir merken, weil ich übersehe die immer. So, da
gibt es noch Siedler und da gibt es noch Siedler. Die müssen auf jeden Fall sich noch entwickeln. Die beiden, okay, die haben keine Gaststätten. Die haben keine Kneipe in der Nähe. Und der hat keine Bildung. Das heißt, die beiden müsste ich noch abwarten. Den da und den da. Und wenn die beiden sich fortgepflanzt haben, das sind Bürger. Das sind alles Bürger. So, ansonsten, dann würde ich halt ganz gerne ein Ding bauen. Ach, eigentlich, komm, pfeif drauf. So, wir bauen ein Badehaus. Das kommt dann dahin. Bam. Und dann müssten bald meine Bürger zu Kaufleuten werden. Da haben wir die ersten. Nee, das geht nicht. Okay. Wunderbar. Das heißt, die Universität ist nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Nicht mehr so weit. Universität ist nicht mehr weit. Oh, da sind auch schon. Oh. Oh. Und da unten ist wieder das Lager voll und keine Sauholz ab. Zum Kotzen. Ich könnte auch einfach den nehmen und ihn ein bisschen weiter hier unten hinsetzen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ja, ja, ja. Der dreht gerade voll ab mit seinen Schiffen. Oh, die Steine werden knapp. Das heißt, eigentlich könnte man bei dir jetzt mal sagen, du könntest die Steine wieder einladen und wieder ausladen. So, da unten erwarte ich nämlich eigentlich nicht, dass ich da noch groß Steine brauche. Da, 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 da. Oh, da sind auch schon wieder Kaufleute. So, bald sind wir bei 1000 Einwohnern. Dann hätten wir die Hälfte von dem, was wir eigentlich erreichen sollen. Und ich würde eigentlich ganz gerne mal gucken. Wir sind momentan noch bei allem über, bis auf Stoffe. Okay. Es ist so ein grenzwertiges Spiel. Ta ta.
Eure Stadt hat eine Größe von 1000 Einwohnern erreicht. Ach, das ist doch toll. Das gesichert. Speichern wir doch mal. Und... achten mal auf die Stoffe. Wunderbar, okay, wir haben wieder ein paar. Die hätten eine Schule, aber keine Bildung. Die haben keine Bildung. Das heißt, eigentlich könnte ich den abreißen. So, wenn ich das mal richtig rumgedreht habe. Hab ich's? Ja. Wenn ich den abreiße, da passt doch locker eine Wirtschaft hin, oder? So rum. 1, 2, ja. So, dann machen wir das doch glatt. Zack. Und dann würde ich zu dir sagen... So, nicht jeder hat eine Schule, aber das kommt natürlich mit der Universität. Aber die, die hier, hier eine Schule haben, haben auf jeden Fall eine Universität. So, dann speichern wir jetzt nochmal. Spielstand gespeichert. Und an der Stelle würde ich auch mal wieder eine kleine Unterbrechung machen. Ich bedanke mich derzeit für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahmesitzung. Bis dann. Ciao.